Wie kommt der Abfall von der Baustelle auf die Deponie? Ob beim Hausbau, beim Abriss oder auf der Baustelle, es fallen mineralische Abfälle an wie Bodenaushub oder Bauschutt. In Deutschland machen diese Abfälle ungefähr 50-60% des gesamten Abfallaufkommens aus. Ein Großteil kann zum Beispiel beim Straßenbau verwertet werden. Aber längst nicht alles. Mineralische Abfälle, die beseitigt werden müssen, kommen auf die Deponie. Eine Deponie ist eine bauliche und technische Anlage. Sie wird nach gesetzlichen Vorgaben errichtet und streng überwacht. Die Abfallverwertungsgesellschaft des Landkreises Ludwigsburg betreibt Deponien für gering bis mäßig belastete mineralische Abfälle. Dazu zählen zum Beispiel Gips, Gemische aus Beton, Boden, Steine, Asbest. Wer größere Mengen an mineralischen Abfällen auf der Deponie entsorgen möchte, muss sie bei der AVL anmelden. In einem Formular wird der Abfall ganz genau beschrieben. Es werden Proben des Abfalls genommen und von einem Labor untersucht. Die AVL prüft, ob der Abfall auf der Deponie eingebaut werden darf. Wenn alles okay ist, darf der Abfall angeliefert werden. An der Waage am Eingang der Deponie kontrollieren die DeponiemitarbeiterInnen die Auftragsunterlagen und wiegen die Anlieferung. Der LKW lädt den Abfall auf einer zugewiesenen Fläche ab. Ein Maschinist nimmt erneut eine Probe und baut mithilfe eines GPS-gestützten Deponieplans den Abfall ein. Alles wird dokumentiert, damit jederzeit nachvollziehbar ist, wo sich die Abfälle in der Deponie befinden. Damit die Abfälle nicht kilometerweit durch Deutschland gekarrt werden, ist es wichtig und umweltfreundlich, regionale Lösungen zu haben. Denn weite Entsorgungswege sorgen für einen größeren CO2-Ausstoß und erhöhte Baukosten.